Bleib nah dran. Der Nebel ist überall. Achte auf die Fackel. Ja. Ich sag's doch, sein Bund mit der Makula wird immer stärker. Ich weiß, dass du noch da bist, Hugo. Halte durch! Warte. Gehen wir, Lukas. Los. Ja. Komm, Hugo. Nein, ich warte. Hier gibt es aber nichts für dich. Das ist zu Hause. Hier ist, wo ich... Hör auf! Du kommst mit mir, ob du nun willst oder nicht. Hörst du mich? Er bleibt bei mir! Du hast es wütend gemacht. Sie kommen. Lauf! Ah! Bleib dicht an der Wand! Stürzt noch alles ein! Hoch, schnell! Oh nein! Nicht zurückschauen! Rennt! Da geht's runter! Nicht die andere! Runter, schnell runter! Oh, das ist übel! Am Ende ist Sonnenlicht zu sehen! Los, rennt so schnell ihr könnt! Verdammt seid ihr! Wir verschwinden hier! Ihr bekommt ihn nicht! Hört ihr? Es ist vorbei! Atmen! Atmen!
Hugo? Hugo? Siehst du? Da ist noch Licht. Ja, das ist unser Blut. Das bist du. Wir sind noch nicht fertig. Gehen wir. Ja, ich bin bereit. Wir müssen den Hafen erreichen. Moment! Das Dorf! Mit dem Meer stimmt irgendwas nicht. Das Land ist weg. Das bin ich. Nein, ich war das. Nein, die Ratten. Ich war das. Nein, der Graf und die Gräfin. Gehen wir. Gehen wir einfach. Bema hat die verdammten Eier freigelegt. Ja, sie sind noch da. Immer. Immer in meinem Kopf. Hugo? Lass ihn, Amicia. Ich gehorche euch nicht. Ich gebe euch Befehle. Ihr gehorcht mir. Klar? Ihr gehorcht mir. Alles klar. Die haben dich gehört. Ich sehe zum ersten Mal, wie du... Weil es weh tut. Es tut mir leid.
Das Beben hat die Ölkrüge zerschmettert. Soldaten! Warum wollen wir den Sohn noch? Er wird unser Ende sein. Er hat alles ruiniert. Das ist nur passiert, weil er unter dem Einfluss dieser Schänderin steht. Deshalb will der Graf sie um jeden Preis tot sehen. Ach, hoffentlich klappt's. Schänderin? Du hast einen neuen Titel, Amicia. Der Graf ist noch am Leben und verbreitet seine Lügen. Sie sind hinter uns her, also aufpassen. Immer noch tot sehen. Selbst bei all dem Chaos. Leise. Hugo, geht es dir noch gut? Ich weiß es nicht. Na schön. Versuch, ruhig zu bleiben. Hier weg. Wir finden Sophia. Wir segeln davon und fangen ein neues Leben an. Ist in Ordnung. Wir sind so weit gekommen. Diese Insel kann von mir aus untergehen. Wir hauen hier ab. Ich hoffe, die Boote werden nicht so gut bewacht. Wir kriegen schon eins. Selbst wenn wir den ganzen Weg rudern müssen.
Sie sind hier lang. Ganz sicher. Verstecken wir uns. Ich weiß, dass ihr dahinter seid! Versteckt euch ruhig! Ich finde euch doch!
drüben ist ein Boot. Ja. Bitte sei am Leben, bitte sei am Leben. Zum Glück ist die Hexe tot. Ich habe gehört, der Graf von Aal hat endlich seine Eier zurück und die Hinrichtung befohlen. Sie haben am Hafen einen Galgen aufgestellt. Sie hängen den Riesen? Heilige Scheiße, das muss ich sehen. Ja, ich auch. Er ist nicht tot. Er braucht uns. Uns fehlt die Zeit. Wir müssen hin. Wirklich, nach dem, was er getan hat. Na schön. Wir müssen ohnehin rüber zum Hafen. Wir holen Anno und dann verschwinden wir. Vorsicht, es geht runter. Alles klar. Sophia lebt noch. Ich würde gern mal jemanden kennenlernen, der uns nicht umbringen will. Stimmt! Was, Sua? Was ist das? Da war doch was. Mal nachsehen. Er kommt her. Ganz langsam mache ich. So mächtig werden. Hoffentlich bleiben die hier, wenn wir weg sind. Das hängt ganz von Hugo ab.
kommt mit! Mir nach! Das ist noch nicht vorbei! Kommt da hinten! Diese Barrikade! Schnappt sie euch! Warum seid ihr so böse? Wir haben Gesellschaft! Sie haben uns! Werden. Hoffentlich bleiben die hier, wenn wir weg sind. Das hängt ganz von Hugo ab. Die meisten bekommen kein anständiges Grab. Von wegen helle Tage. Dieser Ort ist die reinste Hölle. Der Sohn kümmert sich darum. Der Sohn hat das getan. Er hat es wegen ihr getan. Aber der Graf wird ihm schon beibringen, wie er die Welt erleuchten kann. Hoffentlich bin ich dann noch am Leben. Aufgepasst, es geht runter. Ich gebe mein Bestes. Dorfhälfte zu sein. Hängt nur knapp über dem Wasser, aber... Keine Wahl, nehme ich an. Es muss sein.
Schreiber? Was ist mit ihm? Er ist tot. Sein Versteck, seine Männer, die Sklaven, verschwunden. Man sagt, hier soll sie begonnen haben. Die Schänderin hat wohl den Sohn dazu benutzt. Ich mochte ihn nicht, aber das Mädchen ist eine echte Todesfliege. Kletter hoch. Puh, hat gehalten. Ja, wo ist Anno? Wir müssen schneller laufen. Die werden ihn töten. Wir tun, was wir können. Wenn die ihn umbringen, töte ich sie alle. Das musst du nicht. Wir holen ihn da raus. Und Sophia auch. Sehen, was sich machen lässt. Und Hep. Ja. Wir müssen springen. Aha.
Das Schwein grunzt gar nicht mehr. Verdammt. Schnell, wir müssen näher ran. Das ist also der Arno. Der Mann, den man den Wall nennt? Ja. Wir müssen ihn retten. Auch wenn er es nicht verdient. Aha. Ihr habt ja eine nette Truppe zusammengestellt. Mit dir. Hoch, alles klar. Eine Feder. Hugo, sieh mal. Ich weiß nicht, zu wem die gehört, aber möchtest du sie haben? Warum? Weil du sie magst. Hier. Nimm sie. Ja, es wird alles gut. Bald. Bald. Und hepp. Komm, hoch mit dir. Ja. Kletter hoch. Und hepp. Gut, gut. Mal sehen, was da drin ist.
Dann mal an die Arbeit. Das sollte die Sache erleichtern. Hoch mit dir. Hoch. Aha. Na, wie findest du dein Halsband, Anno? Ist das der Fall? Ha, sieht eher aus wie ein Haufen Scheiße. Hier geht alles vor die Hunde. Zur Hölle mit dem Henker. Scheiße, ja. Der Bastard hat meine Kameraden getötet. Zur Not mache ich ihn selbst kalt. Töte den Schlechter! Der stirbt schon, klar? Und jetzt Maul halten! Leise! Gehen wir näher ran. Ziemlich viel los. Ja, macht euch bereit. Da stehen Krüge mit Teer direkt neben ihnen. Jetzt, Amicia, tu was! Mach ich. Hugo. Das ist nicht nur für uns. Der Sohn gehört der Welt.
es! Ja! Sie kriegen Verstärkung! Der gehört dir!
Opfer!